Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei meinem Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse 2015. Ich hatte ja schon in meinem Wochenrückblick erzählt, dass ich diesmal kein vorbildlicher YouTuber war, denn ich habe ja tatsächlich kein einziges Foto zum Beispiel auf dem Bloggertreffen gemacht. Ich war von vielen Begegnungen so, ja, berührt, dass ich das irgendwie total vergessen habe. Aber ich denke, wir fangen einfach mal von vorne an. Ich werde ein bisschen quatschen, werde euch nebenbei Bilder, Videos mit einblenden, sodass ihr da ein bisschen den Eindruck bekommt. Ich bin ja Freitag angereist, schon mit einer Erkältung. Es ging bei mir schon Donnerstag los. Ich habe mich echt so geärgert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ganze Jahr ist man mehr oder weniger gesund und dann hat man was vor und es trifft einen so mit einem Mal. Aber es war Freitag soweit alles in Ordnung. Ich hatte Tabletten dabei, ich hatte was für den Hals dabei und es ging ganz gut. Freitag war dann Shoppingtag. Ich war im Nordwest-Einkaufszentrum, war da ja ganz bevorzugt wegen Primark. Hab da auch ein bisschen was eingekauft, hab eine liebe Freundin dort getroffen. Und dann sind wir späten Nachmittags in die Innenstadt, auf die Zeil und dort, ich glaube sogar in dieses Einkaufszentrum Maizeil, weil es da einen Lush gibt. Und ich bin ja eine kleine Lush-Verrückte und nutze ja diese Städtetouren immer aus, um bei Lush einzukaufen. So auch diesmal in Frankfurt. Und dann sind wir lecker essen gegangen. Es war auf der Fressgasse, so nennt sich die ja. Und wir haben da was ganz, ganz Schnuckliges irgendwie gefunden, was irgendwie überdacht war. Eigentlich ein Hinterhof. Die haben aber auch schön so Heizungen angemacht und wir haben da lecker Flammkuchen gegessen. War toll. Und dann, ja, zu Hause angekommen, gab es nochmal ein bisschen Tee und eine heiße Dusche, weil ja, mir ging es einfach nicht so gut. Und man hat gemerkt, wenn die Tabletten das Wirken aufgehört haben, dass ich doch sehr unfit war. So dann auch am nächsten Morgen, Samstag, ging es ja dann auf die Messe. Und früh schön fertig gemacht, zusammen mit meiner Freundin Ute. Wenn du das Video siehst, sei ganz lieb gegrüßt. Es gab leckeres Frühstück und wir haben uns dann relativ gemütlich eigentlich fertig gemacht. Sind dann auch ein bisschen später los als geplant, aber es wartet ja niemand auf uns. Und dann ging es los mit der Messe. Und es ging noch ganz harmlos los und ich denke, da werde ich euch jetzt ein paar Bilder einfach mal einblenden. Wir haben nämlich mit Halle 4 begonnen. Das haben wir auch im letzten Jahr so gemacht. Und zwar sind das die ausländischen Verlage. Und das finde ich immer wunderschön. Es ist, als würde man auf Reisen gehen, als würde man sein Fernweh stillen, als, ja, gerade die asiatischen Verlage haben unglaublich schöne Dekorationen. Es ist da alles groß, es ist hell, es riecht unglaublich frisch und dennoch irgendwie so nach Büchern und das ist für mich so ein ganz besonderer Flair. Ich mag diese Hallen, also ich mochte die auch im letzten Jahr schon sehr und dieses Jahr auch, die ich wirklich ganz, ganz toll finde. Man spürt, im Gegensatz zum Beispiel zur Halle 3, die ja mit Belletristik voll ist und wirklich voll in dem Sinne, wo man sich durchschiebt, dass hier einfach noch man gemütlich eigentlich schlendern kann und man hat einfach diese wunderschönen Stände, dieses Exotische, diese exotischen Schriften. Man kann im Grunde kein japanisches Buch lesen, außer es ist dann auch auf Englisch. Es ist einfach ganz, ganz toll. Einfach wie die Atmosphäre in dieser Halle ist, fand ich toll. Wir sind dann in Halle 5. Wo dann im Grunde, ich glaube, so ein bisschen afrikanische Sachen mit dabei waren und dann natürlich auch ein bisschen so USA, Südamerika, Mexiko und solche Länder dabei waren, hat mir auch unglaublich gut gefallen und mir tat einfach gut, dass es mir halt nicht so gut ging, dass einfach nicht so viele Menschen waren. Also ich habe dann später am Tag gemerkt, wie mich das wirklich geschafft hat. Ich fand es wunderschön. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht in den Hallen und wir haben uns da einfach unterhalten können, wir haben das genießen können, wir haben lustige Fotos geschossen, die ich nicht alle einblenden werde, also man muss ja nicht jeden komischen Einfall hier mit dokumentieren, aber es war sehr, sehr schön und dann war es auch schon mittags, ich glaube um 12 Uhr, hatten wir Testleser rund um Laura Newman sozusagen uns ja geplant, uns zu treffen. Das hat auch gut geklappt. Das war in der Skyline Bar Restaurant in Halle 4
Und ja, da waren wir dann auf einmal alle. Ich glaube, es saßen eigentlich schon alle da, außer Laura. Also es saß, die liebe Lotta war da, die liebe Joyce, der liebe Tobi. Und ja, das waren so die drei Haupttestleser neben mir für Jonah, für das neue Buch. Mit Tobi war es ja dann schon das dritte Buch, das ich gelesen habe. Und ja, Tobi hatte die liebe Lina mit dabei, auf die ich mich immer sehr, sehr freue, weil ich liebe ihre Videos und ich bin da auch so ein kleines Fangirl, auch von Tobi und Joyce. Lotta fängt ja jetzt erst an mit Videos. Ihr bekommt alles unten in die Infobox. Und auch Mama Newman war schon da und wir haben dann nur noch auf ja unsere Autorin sozusagen gewartet, auf die liebe Laura. Und als sie dann auch da war, hat man sofort gespürt, hier sitzen einfach Leute, die sich eigentlich, also zumindest geht es ja mir so, ich wohne ja leider sehr, sehr weit weg von allen anderen, nur so durch Schreiben eigentlich beieinander sind. Also durch Videos, durch unsere WhatsApp-Gruppe und einfach, wenn man ein bisschen was schreibt. Man merkt aber dennoch, wenn man dann aufeinander trifft, ist es eigentlich, als wäre es was ganz Normales. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es hat mir ja ganz viel Wärme gegeben, so an diesem Tisch zu sitzen und einfach diese lieben Menschen um mich herum zu haben. Und ich war da auch ein paar Momente sprachlos, wo ich das einfach nur genossen habe. Und da habe ich schon gemerkt, also vielleicht war es auch die Krankheit, wer weiß es. Aber mir hat das unglaublich gut gefallen. Und es war schon da eigentlich der Moment, wo ich dachte, eigentlich hättest du Fotos machen müssen. Und ich habe aber kein einziges gemacht. Also ich bin danach wirklich erstaunt, wie mich diese Begegnungen dieses Mal so einfach geflasht haben. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es hat so gestimmt. Ich war so begeistert und berührt und ja, einfach, man war einfach so dabei und man hat so gespürt, da ist eine Chemie, die schon per Schreiben toll funktioniert und jetzt sitzt man zusammen und es ist auch unterhaltend und lustig und es hat so gepasst, ich kann es nicht anders beschreiben und hat mich über den Tag hinweg öfter mal so überrascht getroffen, weil man ja wirklich die anderen YouTuber, Booktuber mehr oder weniger nur durch Videos kennt. Gut, diese Testlesegruppe ist natürlich schon ein bisschen privater, weil man natürlich auch einfach so über Alltägliches sich einfach mal austauscht. Aber man, ja, das war einfach ganz, ganz toll. Also mich hat diese Stunde, die wir im Groben zusammensaßen, die hat mir wirklich gut getan. Es hat mir wirklich gefallen. Und auch, dass Lina einfach so mit dabei war. Also, ne, ich habe gar nicht mit ihr gerechnet und sie saß dann da. Das hat mich so gefreut, weil wir uns auch immer schon in Leipzig so gut unterhalten haben und halt auch über die Kommentare. Ist das ja eine ganz, ganz liebe. Und wie gesagt, alle Kanäle findet ihr natürlich in der Infobox. Geht da auf jeden Fall mal drauf. Solltet ihr die Leute noch nicht kennen. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Dann, wie ging es dann weiter? Ich glaube, wir haben dann irgendwie, in Halle 5 weitergemacht. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, wo sind wir hin. Haben uns da wieder noch mehr Einflüsse gemacht. Ich glaube, wir sind dann sogar schon langsam gehen Halle 3. Weil da ja dann auch das Booktuber-Blogger-Treffen, ich glaube, 15 Uhr war und es waren einfach nur Menschen. Also es sind dann die Momente gekommen, wo ich wirklich da stand und dachte, boah, es geht einem nicht gut und auch wenn es mir gut geht, sind mir das teilweise wirklich zu viele Menschen. Also es ist wirklich so ein, jetzt atmen wir mal durch und gehen durch diese Menschenmengen, das ist wirklich so der Nachteil an so einer Messe. Es sind einfach viele Menschen und mir fällt da schon ein bisschen schwer. Also wenn ich dann vollgestopfte Rolltreppen sehe und vor mir und hinter mir nur Menschen, ich habe das versucht ein bisschen auch per Film einzufangen, das werde ich jetzt einfach ein bisschen mit einblenden. Boah, das ist mir ehrlich zu viel. Und es war dann, glaube ich, so 14 Uhr, 14:15 Uhr. Da haben wir so Treppen gefunden. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo. Also ich bin dann auch total orientierungslos und bin dann froh, dass ich Menschen dabei habe. Gerade meine Freundin, die mich dann einfach rumführt und wir einigermaßen gemeinsam die Orientierung behalten. Und wir haben uns dann auch wieder hingesetzt und haben auch wieder diese Massen bewundert, die da entlang gelaufen sind. Und es ist echt der Wahnsinn. Also diese Menschen, das ist, und alle sind da wegen Büchern und echt der Wahnsinn. Also das ist wirklich was mich jedes Mal aufs Neue bei solchen Messen fasziniert, dass man ja eigentlich sagt, das Buch stirbt irgendwie aus. Also auf diesen Messen habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendein Buch ausstirbt oder das Lesen, weil es ist alles da. Es ist jung da, alt da, Mann da, Frau da, Kinder da, es ist alles da.
Und jeder quetscht sich so irgendwie durch die Mengen. Und meine Freundin und ich haben uns dann getrennt, weil sie gesagt hat, sie interessiert so diese Lesungen, die in diesem ARD-Forum waren. Und sie hat gesagt, das YouTuber-Treffen, sie ist kein YouTuber und sie ist da halt weg von der Szene, wie sie es so schön gesagt hat. Und dann... Wem habe ich dann angefunkt? Ich glaube Gerd, mit dem ich schon zwischendurch mal geschrieben hatte, und auch die liebe Joyce bzw. unsere Testlesergruppe mal angeschrieben, wo muss ich eigentlich hin in Halle 3, wie ich immer bin, total überfordert. Und Gerd hat mich dann so ein bisschen geführt per Telefon und unterwegs bin ich dann auf Joyce getroffen, die noch so ein paar Blogger und YouTuber dabei hatte. Wo mir, glaube ich, gar kein Gesicht irgendwas gesagt hat. So leid mir das tut, ich bin einfach kein Gesichtmerker. Und wir haben uns dann zusammen auf den Weg gemacht, haben dann nochmal mit Gerd telefoniert, wo müssen wir hin? Und standen dann vor diesem Stand, der geplant war. Und wie ja schon im Vorfeld, hat man eigentlich das Gefühl gehabt, der ist viel zu klein für die vielen Menschen, die da kommen. Und das hat man dann nach außen zu den Rolltreppen wieder irgendwie verlegt, die wir dann auch gefunden haben. Und da waren dann einfach nochmal mehr Menschen. Also das war unglaublich, wie viele Blogger und YouTuber da gewesen sind. Und ich glaube, auch da habe ich kein Foto gemacht, weil ich so einfach geflasht war. So viele Menschen und man kannte einfach nicht alle, logisch. Man hat ein paar bekannte Gesichter gesehen. Es war einfach unbeschreiblich, wie viele Menschen da wirklich gewesen sind. Also da war... irgendwas mit der Kamera, ich glaube, die 20 Minuten könnten rum gewesen sein, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall dachte ich, ich filme gar nicht mehr, aber war eben die Kamera auch so geflasht von den vielen Menschen. Ja, wir waren beim Booktuber-Treffen angelangt und ich war da wirklich fix und fertig mit meinen Nerven. Und dann hatte ich eine ganz liebe Begegnung mit der lieben Sabine. Liebe Grüße an dich, die mir im Vorfeld schon geschrieben hat, dass sie sich auf den Weg machen wird und sehr persönliche Dinge auch einfach geschrieben hat, die mich sehr, sehr berührt haben, die auch Tränchen in die Augen mir gebracht haben und sie dann eben geschrieben hat, sie würde sich eben freuen, wenn ich nachher Ausschau halte und wir uns dann einfach unterhalten könnten und uns einfach mal treffen. Und das haben wir dann auch gemacht jetzt bin ich schon wieder raus. Und wir haben uns, ich glaube, gut 10 Minuten, würde ich jetzt schätzen, für eine Stunde gut unterhalten. Und das war so eine Begegnung, die mir sehr unter die Haut gegangen ist. Und weil ich einfach sage, man hat so viele Menschen in seinem nahen Umfeld, egal ob Arbeit, Bekanntenkreis, Nachbarn, mit denen man einfach keinen Draht hat, mit denen man sich nicht versteht, mit denen man irgendwie halt einfach nicht zueinander findet. Und dann gibt es Menschen irgendwo im großen Deutschland und man ist sich direkt sympathisch, man hat direkt Themen und man ist so beieinander. Und man freut sich einfach, dann auch zu sehen, sich zu treffen und sich einfach auszutauschen. Und das ist einfach was mir auf der Messe ganz oft so gegangen ist. Es ging schon beim Testlesen, Mittagessen so. Und das hat mich dann auch mit Sabine sehr, sehr berührt. Und sei ganz, ganz lieb gegrüßt von mir. Und das war einfach wunderschön. Sie hat mir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Die Eule hängt allerdings schon an ihrem Platz. Vielen Dank nochmal dafür. Es hat mich unglaublich gefreut. Und dann war ich irgendwie im Gespräch, ich weiß gar nicht so recht mehr mit wem, da tippte es mich dann nochmal an, ob gestört werden dürfte. Und da stand dann die liebe Claudia, auch eine Zuschauerin, die auch ein paar liebe Sätze für mich übrig hatte, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und auch hier, man hat einfach das Gefühl, man kennt sich nicht, man hat ein Thema und man hat direkt... ja, Sympathie füreinander. Ich finde das unglaublich und man kennt ja die Zuschauer auch teilweise gar nicht optisch, wenn sie zum Beispiel in ihrem Profilbild gar kein Gesicht haben, sondern irgendeine Grafik, was uns Bloggern und auch YouTubern natürlich das Leben ein bisschen schwerer macht, weil wir ja gar kein Gesicht wiedererkennen und wenn uns die Leute dann nicht sagen, wer sie sind, wird es unglaublich schwer. Und so ging es mir noch 3-4 Mal, YouTuber, denen ihr Gesicht, ich kannte, keinen Namen hatten. Ich habe die liebe Verena kennengelernt, fand ich ganz, ganz toll und hat Spaß gemacht, sich da auszutauschen. Es waren natürlich viele Blogger da, die ich auch zum ersten Mal
getroffen habe. Zum Beispiel die liebe Nini habe ich, glaube das erste Mal überhaupt dann da getroffen. Ja, der Gerd war da, der Buchtoaster war da. Die Büchernixen, die liebe Mandy, hatte ja Geburtstag, hat auch für das leibliche Wohl gesorgt. Wer war denn da alles schon da? Ja, viel zu viele Menschen. wie ihr seht, ich war da wirklich, ich stand auch eine ganze Weile neben Gerd und konnte das gar nicht glauben, wie viele Menschen das geworden sind. Wenn ich an meine erste Leipziger Buchmesse denke, die war ja 2013 und da standen wir zu sechst oder zu siebt am Arena-Stand, wenn man das überhaupt ein Booktuber-Treffen nennen kann, aber es standen da halt ein paar Booktuber und es gab ja noch nichts Offizielles in dem Jahr. Ja, es ging glaube ich erst also 2014 los, ne, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und auf einmal stehen da, ich weiß nicht, 100 Leute, egal ob Blogger oder YouTuber, und es, also mir war das echt, ich war da total, und dann, also einige getroffen, auch die liebe Vilja war da, die hat auch sich irgendein Buch von allen unterschreiben lassen, die habe ich fast überhaupt nicht erkannt. Ich dachte irgendwie, Mensch, das Gesicht kennst du, aber ich will, ne, dann sag, ich weiß gar nicht mehr, wer es mir gesagt hat, das ist die Vilja. Und ich, ja, tatsächlich. Die hat in echt einfach nochmal ganz anders ausgeguckt als im Video und das meine ich ganz, ganz positiv. Und so war das eben einfach mit einigen. Man hat auch Leute halt zum ersten Mal so gesehen und man hatte zu manchen vielleicht so grob, dass man ein Gesicht kennt, aber eben, ja, halt dann den Namen nicht wusste oder es dachte, irgendwie, das ist total schwierig, wenn man so viele Menschen auf dem Haufen ist und ich habe eh kein Gesicht merkt. Bin ja froh, als ich dann Lina und Tobi wieder entdeckt habe und dachte, ja, bekannte Gesichter. Und ich habe mich dann auch daran gehalten. Und dann irgendwann ist Laura losgestürmt mit Joyce und Lotta und ich bin mitgestürmt. Denn es gab dann das Meet and Greet mit Laura und auch Annika Bühnemann war dabei. Ja, die sehr cool mit ihren kurzen Haaren aussah, hat mir sehr gut gefallen. Auch ihre Videos gucke ich immer wieder gerne und die sich ja auch sehr mit dem Self-Publisher-Tum, sage ich mal, so ein bisschen beschäftigt. Das macht sehr, sehr kreativ, sehr viel Spaß, so wie es auch bei Laura natürlich der Fall ist. Und wir sind da durch irgendwelche Hallen gestürmt und ich hatte wirklich den Eindruck, Laura weiß genau, wo es hingeht, ich mal wieder nicht. Und dann sind da zu diesem Meet and Greet, wir haben dann so ein bisschen aufgebaut und habe mich dann auch nochmal so mit ein oder zwei Bloggern unterhalten. Hallo Frau Newman! Hallo! Ich habe die Nachricht geschrieben. Ja. Wir sehen uns eindeutig hier nicht. Ja. Alles meins. Ich sonne mich in meinem Ruhm und bin tiefenentspannt. Und dann ging es irgendwie los und es sind da wieder Menschenmassen reingestürmt und ich. Mir war das dann wirklich zu viel. Ich bin dann so, ich glaube, nach einer Viertelstunde geflüchtet, habe mich dann auf die Suche gemacht nach dem Autorensofa, denn ich hatte mit der lieben Julia und dem Horst Rosten im Vorfeld schon mal geschrieben, dass sie sich ja da befinden und es wäre halt schön, wenn wir uns da mal treffen können, wenn wir schon alle mal in der gleichen Stadt sind. Und so winkte mir irgendwann ein sympathischer Mann zu und ich dachte, oh, das Gesicht kennst du. Und es war dann Horst Rosten und auch zusammen mit seiner Frau Julia, von denen ich ja bereits, glaube ich, 3 Bücher gelesen habe und die ja auch diesen Self-Publisher-Weg gewählt haben. Und wir haben uns gut, ich glaube, 20, 30 Minuten unterhalten. Es sind 2 tolle Fotos entstanden, die ich natürlich einblende. Es war einfach unglaublich. Es hat mir so gefallen, mich da auszutauschen und man hat da einfach Autoren so greifbar und das hat man halt als Leser so selten. Ich meine, ich würde auch gerne mal mit J.K. Rowling einen Kaffee trinken, aber das wird wahrscheinlich nichts. Und man konnte mit Julia und Horst einfach so reden und auch mal Sachen fragen, wie es um Schreiben geht, wie das neue Projekt sein wird. Und dann ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert worden. Also das nächste Buch geht dann um Elefanten und Ceylon und man ist natürlich wieder historisch, also Sri Lanka. Und dann sieht man das Leuchten bei beiden in den Augen und man spürt, ja, das ist wieder, wird ein großartiges Buch und man hat einfach so viel Herzlichkeit gespürt und man fühlt sich da so verstanden und so genommen, wie man ist und das ist es einfach. Und das hat mir, das war einfach, ach, Wahnsinn. Also das fand ich wirklich mit eins meiner Highlights auf der Buchmesse diesmal, war wirklich dieses Gespräch, weil
das war einfach, man war sich vorher schon durch Schreiben sympathisch und natürlich kennen die beiden auch meine Videos, wenn es um ihre Bücher geht, gucken sie ja rein. Und auf einmal steht man sich gegenüber und kann sich austauschen und das war etwas ganz, ganz Besonderes und es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und Kraft gegeben und da war dann auch vergessen, dass man krank ist und dass man unter ganz vielen tausend Menschen steht und das war wirklich ganz, ganz toll. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht auf den Arena Verlag, weil ich wusste, dass die liebe Gabriela Engelmann sich da aufhält. Und ja, wie es manchmal bei uns einfach so ist, wir haben gerade nichts anderes zu tun beide und treffen uns und quatschen. Und das war auch super, super schön. Die Gabriela war ja meine erste Autorin, die ich auch auf einer Messe kennengelernt habe. Es war damals bei meiner ersten Leipziger Buchmesse eben auch schon an diesem besagten Arena-Stand 2013. Und das ist so eine Herzensliebe. Und auch wenn wir so kurze Nachrichten via Facebook austauschen, ist das immer so, so herzlich und so warm und man spürt da einfach auch ihre Leidenschaft natürlich für die Bücher und auch ihre Leidenschaft, wie es mit ihren Lesern ist und einfach toll. Also es ist, war ein wunderbares, ich glaube, wir hatten auch so knapp eine Viertelstunde Zeit und das war einfach so in Ruhe. Wir saßen da oder standen da und auch Gabriela war ein bisschen krank und hat dann noch Sektchen getrunken, weil Arena 66 Jahre gefeiert hat. Und die Mischung macht's dann wahrscheinlich und es war super lustig. Wir hatten so viel Spaß einfach wieder zusammen und ich freue mich jetzt schon auf Leipzig und hoffe, dass dann sowohl Julian Horst wie dann auch Gabriela dort sein werden, weil das einfach so Menschen sind, die einen ganz tief berühren und mitnehmen und das ist was ganz, ganz Besonderes. Dann auf den Weg zu Herrn Fitzek, den ich gerne wieder getroffen hätte, um mal wieder ein Foto mit ihm zu machen. Ich glaube, Richtung Drömer-Knauer-Stand bin ich dann der lieben Anka von Ankas Geblubber in die Arme gelaufen. Dreimal überlegt, ist sie's nicht, aber ihr Strahlen hat sie dann verraten. Ich habe sie auch zum ersten Mal getroffen und es waren auch lustige 5-6 Minuten, die wir miteinander verbracht haben, die wir uns ausgetauscht haben und wir beide haben auch ein Foto und wir haben gestrahlt und es war super schön, Anka kennenzulernen, auch eine ganz, ganz liebe und dann wollte ich mich tatsächlich anstellen beim Herrn Fitzek. Und ich muss jetzt die Geschichte erzählen, ja, und ich hoffe, jemand von Drömer-Knauer sieht dieses Video, weil direkt vor meiner Nase die Absperrung aufgebaut wurde. Ich stand ganz alleine, so ziemlich einfach noch so einen kurzen Verschnaufer und es waren nicht viele Menschen, die noch zu Sebastian Fitzek wollten. Und die macht direkt vor mir zu, guckt mich dann fragend an, wollen Sie sich wohl noch anstellen? Und er sagt, aus diesem Grund stehe ich eigentlich hier. Und ja, irgendwann müssen wir ja mal Schluss machen. Und dann haben wir so umgedreht und gesagt, hinter mir wäre auch noch ein guter Platz. Und darauf hat sie gar nicht mehr reagiert und damit war meine Chance, ein Foto mit Sebastian Fitzek zu bekommen, vorbei. Fand ich persönlich wirklich nicht schön. Ich bin dann auf dem Abendessen der Blogger gefragt worden, warum hast du denn deinen Presseausweis nicht umgebunden? Ja, ich habe ihn tatsächlich nicht getragen an diesem Tag. Ich weiß auch nicht, ob man das wirklich, ob es dann geklappt hätte. Also ich würde fast vermuten, ja. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Weil muss man, nein. Also ich fand das wirklich unhöflich und unfreundlich und war da wirklich kurz vorm, jetzt schreie ich mal. Ich habe das nicht verstanden und mich hat das echt aufgeregt. Also das war echt so ein Moment, wo ich dachte, ich war ja so auf Höhenflügen und dachte dann, genau, hinter mir steht kein Mensch und man muss das Ding vor mir aufbauen, als wäre es jetzt auf mich als Einzelnenker angekommen. Aber gut, scheinbar hat der Herr Fitzek an diesem Tag schon genügend Autogramme gegeben und Fotos oder gelacht für Fotos. Es sollte halt dann einfach nicht sein. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt so. Hat mich wirklich geärgert, weil ich es sehr unhöflich fand von den Damen beim Drömer-Knauer. Und vielleicht sollte man das nächste Mal einfach mal so ein bisschen den Service-Gedanken weiterdenken, auch wenn die Leute keinen Presseausweis tragen. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, warum ich vielleicht in Leipzig einfach wieder umbinde. Da muss ich dann einfach mal gucken. Also eigentlich ist das nicht so mein Fall, aber ja, man muss da natürlich die Gunst sozusagen, wenn es wirklich so ist, halt dann noch ausnutzen und es hat mich echt geärgert. Und dann habe ich kurz irgendwie telefoniert, ich weiß gerade gar nicht, mit wem er mich angerufen hat und dann tippte es mir auf die Schulter und es stand ein bekanntes Gesicht vor mir, die mich freudestrahlend empfangen hat. Ja,
ich bin die Andrea Bielfeld und ja, die Autorin der Nilamrut-Reihe, die ich ja, glaube ich, Anfang des Jahres Frühling gelesen hatte. Und auch sie gehört irgendwie zum Autorensofa. Leider haben wir uns da aber wohl irgendwie verpasst. Und sie meinte, sie hat eben gesehen, dass ich bei Julia und Horst Drosten war und ja, war dann eigentlich irgendwie ein bisschen auf der Suche. Und wir haben uns getroffen und es ist, glaube ich, ziemlich das einzige Foto, was ich dann noch geschossen habe. Und es war auch so lieb, so herzlich und wir hatten wunderbare 5 Minuten. Wir haben uns cool unterhalten und ja, ich habe ja auch, ja, so mein einziges ziemliches Präsent ist vom Autorensofa. Da ist wirklich alles Mögliche drin. Da sind Stifte drin, ja, Buchinfos, natürlich auch von den Drostens eine Karte mit ihren 5 Büchern. Und ganz, ganz viel. Ich habe das noch gar nicht alles durchgucken können. Ja, ich habe dann noch eine Autorin, die war mit der Andrea Bielfeld unterwegs. Und zwar die Sina Müller, die mir auch was ganz Liebes gleich so in die Hand gedrückt hat. Mit kleinem Anhängerchen, so einer tanzenden Ballerina. Sehr niedlich. Und ja, da bin ich sehr, sehr neugierig. Mir ging es die Woche einfach nicht so gut. Ich werde das auf jeden Fall noch nachholen. Und ja, dann habe ich langsam wieder meine Freundin gefunden und wir beide haben uns entdeckt, sagen wir mal so. Und dann hat auch schon Gerd geschrieben, weil wir gesagt hatten bei unserem nachmittäglichen Treffen, dass wir gemeinsam zu diesem Abendessen gehen und auch Nick und seine Eltern mitgehen und dass wir da gemeinsam uns auf dem Weg machen. Und dann ging die Odyssee los. Erstmal standen wir noch am Glättkotter, ein Stand, den ich ja sehr liebe. Und es gab ja da die neue Herr-der-Ringe-Ausgabe als Taschenbuch. Ich glaube für 20 Euro die günstigste Herr-der-Ringe-Ausgabe, die es überhaupt gibt. Und schwupps, diesmal war es der Akku. Ach, diese Batterien sind einfach nur grässlich. Ja, auf jeden Fall waren wir dann eben am Glättkotter-Stand samt neuer Herr-der-Ringe-Taschenbuchausgabe für 20 Euro, 1500 Seiten ohne Anhänge, was Gerd direkt bemängelt hat. Und wir haben uns dann ja mit einer Odyssee auf den Weg gemacht, damit meine Freundin und ich wieder zu unseren Jacken kommen. Und das war wirklich, wir standen, glaube ich, an 4 Garderoben, bis wir endlich unsere gefunden haben. Und es war dann schon ziemlich spät. Ich glaube, es war dann direkt auch schon so 6:30, also auch wann die Messe dann schließt. Und meine Freundin hat uns dann den Weg gewiesen, wie wir nach Frankfurt Höchst kommen. Da wurden ja 2 oder 3 Tische für uns in der Gaststätte reserviert. Das hat ja die liebe Jenny gemacht. Und ja, wir haben uns dann so langsam auf den Weg begeben. Also wir waren in dem Fall Nick und seine lieben Eltern. Ganz liebe Grüße an euch, der Gerd und ich. Und wir sind dann durch ganz merkwürdige Gassen gelaufen. Und ich weiß nicht, Höchst hat jetzt nicht so den einladendsten Eindruck gemacht. Was vielleicht einfach auch daran lag, dass es dunkel war, alles sehr eng war, klein war und man dachte, ich hatte keine großen Einkäufe, weil ich tatsächlich kein Buch auf der Messe gekauft habe, weil Samstag gibt es ja keinen Buchverkauf auf der Messe. Ich habe tatsächlich nur ein Lesezeichen gekauft bei Love Your Letter, also liebe deinen Buchstaben. Und zwar, ja, dieses lange Lesezeichen und eben einmal mit einem S ja, für Steffi. Ja, das sieht man, glaube ich, doch so ganz gut. Und am anderen Ende ist dann eben ein Key, ein Schlüssel, auch sehr schön. Und das packt man dann eben ins Buch, das eine oben ran, das andere unten und ist dann ein Lesezeichen. Das ist tatsächlich meine Ausbeute aus der Frankfurter Buchmesse. Mehr habe ich nicht gekauft, man möge es gar nicht glauben. Ich wollte auch keine Bücher schleppen. Also man hätte da ja trotzdem, also man hätte ja keine Möglichkeit gehabt, man hätte ja auf Sonntag warten müssen. Aber ich glaube, ich habe bisher immer mal nur so ein Buch gekauft und ja, ich habe mich aber für einige interessiert, habe die auch abfotografiert. Eins ist mittlerweile sogar schon als Rezi-Exemplar bei mir angekommen, das fand ich sehr, sehr lieb. Herzfischen von Britta Sabak und Maite Kelly. Finde ich ganz, ganz toll, dass das so schnell geklappt hat. In dem habe ich nämlich tatsächlich ein bisschen geblättert auf der Messe und dachte, eigentlich gemein, dass du es nicht kaufen kannst. Das wäre wirklich so das Erinnerungsstückchen gewesen. Und dann war unser Abendessen und da waren wieder einige Leute dabei, also die Jenny, die das ja auch ein bisschen organisiert hat, war dabei, es kam dann noch Jessie von Melody of Books, Steffi war dabei mit Y hinten, die wunderbar bayerische Videos macht, die ich sehr unterhalten fand. Die liebe Patricia von Paddy Loves Books, eine ganz, ganz liebe, die mir gegenüber saß und wir wirklich einen schönen Abend hatten. Und ich glaube, wir uns direkt noch sympathischer fanden, als vielleicht schon über Videos. Hat sehr viel Spaß gemacht. Spaß gemacht, es geht die Stimme schon wieder dahin.
Es saßen noch einige andere um uns herum. Das Kapitelchen habe ich aber viel zu spät mitbekommen. Irgendwann kamen noch die Büchernixen, waren dann da. Ich weiß gar nicht, wer saß. Mir waren es wieder zu viele Menschen. Ich bin ja dann froh, wenn ich im Umkreis die 4, 5 Leute kenne, die direkt neben mir sitzen. Und ich glaube, so diese bayerische Fraktion mit Steffi und Paddy und Steffis Freund, ich glaube, der hieß Martin. Steffi, korrigier mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Fand ich sehr gelungen. Also wir hatten einen schönen Abend, es war leckeres Essen und es hat alles ein bisschen länger gedauert, weil wir einfach dann so viele Menschen waren. Aber es war sehr unterhaltend. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Dann ging, ich würde jetzt nicht sagen, eine Odyssee heimwärts zurück. Also meine Freundin hat mich ja gut geleitet, die war nicht beim Essen mit dabei. Die hat dann schon gesagt, steige da ein, steige dort ein und steige dort um. Das lief auch relativ gut, sodass ich dann, glaube ich, um 0 Uhr, kurz vor 0 Uhr, zu Hause sozusagen war, noch schnell geduscht habe, noch schnell mit der Heimat telefoniert habe und ein bisschen runtergekommen bin. Und sonntagfrüh war ich dann platt. Also wir haben relativ lange geschlafen, würde ich sagen, ich glaube bis 9:30 lag ich, glaube ich, im Bett, weil mein Bus fuhr dann erst um 2 nachmittags, sodass wir eigentlich gesagt haben, wir haben morgens nicht groß was vor. Und ich war fix und fertig. Also man hat dann wirklich gemerkt, die Krankheit bricht gerade durch. Und ja, wir haben dann wunderbar lange gefrühstückt und sind dann Richtung Bahnhof. Also ich habe dann natürlich alles zusammengepackt, sind dann Richtung Bahnhof und haben dann dort noch ein Käffchen getrunken, Latte Macchiato. Da ging es dann wieder aufwärts. Und ja, dann hatte mein Bus schon irgendwie, ich glaube, 20 Minuten Verspätung, als er ankam. Und dann, ja, hatte ich eine angenehme Busfahrt. Also es war zwar alles sehr eng im Bus, ist ja immer ein bisschen enger wie im Zug, aber ich musste nicht umsteigen, wie auf dem Hinweg, wo ich, glaube ich, 2-mal umgestiegen bin und der Busfahrer oder der Zugfahrer meinte, ja, wir haben 4 Minuten Verspätung, eigentlich hätten sie hier 6 Minuten Zeit zum Umsteigen, nun sind es nur noch 2 und der andere Bus wartet nicht auf sie, andere Zug. Und man sitzt im Bus und denkt im Zug und denkt sich, du Idiot, also was will er uns damit sagen? Am letzten Ende hat der Zug ja dann trotzdem gewartet und er war brechend voll. Der Bus war auch sehr, sehr voll und wir hatten, glaube ich, so ein bisschen Stau bei Würzburg. Aber ich glaube, alles in allem kam ich mit einer Dreiviertelstunde Verspätung an, was ich absolut in Ordnung finde. Ich habe schön gelesen, SMS geschrieben, gewhatsappt, auch das ein oder andere Video mir dann mal so ein bisschen angeguckt, einfach um runterzukommen, weil ja WLAN, das geht ja ganz gut in diesen Flixbussen, kann ich absolut nur empfehlen. Und dann war ich endlich fast zu Hause, dann haben mich meine Eltern in Empfang genommen, weil ich konnte nur bis Bayreuth fahren, das ist noch so eine knappe 40 Minuten von uns entfernt. Und dann sind wir schön heimgefahren, da gab es dann lecker Essen und eine Badewanne. Und danach ging es eigentlich noch abwärts als sowieso, weil montags bin ich dann früh aufgewacht und dachte, es geht gar nichts mehr. Ich hatte keine Stimme mehr, Halsschmerzen ohne Ende, Schnupfen ohne Ende. Es hat sich hier bis von der Nase in die Ohren gezogen. Es ging Montag nichts mehr. Und so bin ich dann Montag auch zum Arzt und das war dann mein Mitbringsel von der Messe, ein grippaler Infekt, den wohl aktuell ganz, ganz viele haben, wo einige auch schon auf der Messe krank waren und auch im Nachgang dann krank waren. Und dann ging so bis Mittwoch eigentlich nichts. Also ich lag jetzt wirklich nur rum und habe nichts gemacht. Auch nicht viel gesprochen, bin ich froh, dass es SMS und WhatsApp gibt, da kann man sich zumindest austauschen. Aber ja, es ist einfach so. Ja, das ist so mein Bericht von der Messe. Ich hoffe, ihr hattet mit den Einblicken, die ich euch gegeben habe, ein bisschen Spaß. Und ja, es war jetzt natürlich schon ein bisschen erzähllastig, aber man möchte ja so seine Eindrücke auch ein bisschen für sich selbst und natürlich für die anderen ein bisschen festhalten. Und ich finde es auch immer schön, andere Vlogs oder ja, Frankfurter Buchmesse-Erlebnisse so zu sehen. Es ist ja jetzt geplant für den 5. Dezember ein bayerisches Booktuber-Treffen in Nürnberg. Also wer vielleicht in der Nähe von Nürnberg wohnt, an euch Zuschauer oder irgendwie in der Nähe und sagt, Nürnberg wäre mal machbar für einen Tag, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Es gibt dazu auch eine Facebook-Gruppe. Vielleicht kann ich euch da einfach dann ein bisschen hinzufügen. Da haben sich auch schon wieder einige angekündigt und da ist natürlich alles ein bisschen kleiner und vielleicht ein bisschen feiner, ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter als so eine Riesenmesse. Und dann ist ja auch schon rein theoretisch gleich der 2. Advent und dann gibt es auch den Nürnberger Christkindlesmarkt, der auch voll Menschen sein wird, aber wenn wir da vielleicht unter Tage hingehen, ist das noch ein bisschen entspannter. Und das ist sozusagen der nächste Termin, auf den ich mich freue. Und dann natürlich die Leipziger Buchmesse. Nach der Messe ist schließlich vor der Messe. Und ja, da gucken wir einfach mal, was sich da noch so ergibt.
Ja, ich glaube, das war soweit alles, was es zu erzählen gibt. Wie gesagt, es tut mir echt leid, dass ich so wenig Fotos von den Blogger-Treffen und so gemacht habe. Ich war wirklich einfach hin und weg. Ich kann es gar nicht anders sagen. Vielleicht kann es der ein oder andere nachvollziehen. Aber für mich war das einmal wirklich zu viele Menschen und dann auch so viel positives Gefühl. Ich kann es gar nicht anders. Ich glaube, das hätte man nicht mit der Kamera so festhalten können. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Vielleicht machen wir es in Leipzig genauso oder anders. Je nachdem, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ja, und guckt euch natürlich auch mal die Kanäle in der Infobox an von den lieben Menschen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, so viel Spaß wie ich hatte auf der Messe. Und wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.